Die Sache ist, um zu den Tal der Schlangen zu kommen, müssen wir durch die vergessene Stadt. Die vergessene Stadt ist die des Silenischen Champions, okay. Stadt ist berühmt dafür, dass es halt verdammt groß ist und gefährlich. Oh. Das war knapp. Kannst du es mal lassen, mich zu bewerfen? Mensch, das mag ich überhaupt nicht, weil man mich von Weitem bewirft. Wo kam das jetzt her? Ach, von dem, okay. Rauchkugel? Rauchkugel sind für Zauberinnen. Oh Gott, hier sind viele und hier sind auch Räuber. Die kennen wir ja noch aus der Kanalisation. Weg! Oh Gott! Nein! Oh! Alter! Okay. Das war natürlich jetzt knapp. Das war wirklich knapp. Was friert mich denn da jetzt so ein? Oh Gott. Brauche noch Mana-Trank. Irgendwas friert mich ein. Aber was ist das? Das können doch nicht die ihre Tränke sein. Ich habe eine Rune gehört. Da ist noch einer. Eine Tierrune. Okay, Tier war scheiße. Hallo. Mensch, bleib doch mal stehen. So. Jetzt müssen wir uns erstmal wieder neue Tränke hier an die Zwischenseite setzen. Warum werde ich eingefroren von denen? Verstehe ich nicht. Die haben doch überhaupt keinen Kälteangriff von Natur aus. Ich kann die vergessene Stadt einfach nicht leiden. Das ist. Ich bin eigentlich ganz froh, dass. Okay. Fliegende Schwerter. Das ist aber auch sehr originell, mal als Falle. Dann geh doch, hau ab! Kein Bock mehr auf dich. Dolchmesser können wir mitnehmen. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, die auch noch! Wird ja immer schöner. Wo ist er denn? So, hier. Ach, dieses scheiß Eingefriererei. Ich hab doch hier die Gefrieraura. So. Erstmal reinigen. Denn oben ist Gold. Ach, was hat sich denn da versteckt? Klammheimlich. Was haben wir hier für ein Altar? Oh, das war Edelstein. Oh Gott. Ich hasse es. Wie war das? Wir müssen vielleicht trainieren. Bei Vitalität brauchen wir einfach noch mehr. Oh, ist gut. So. Haut ab. Okay. Alles gut. Was haben wir hier noch? Ein Trank. Ein kleiner Trank. Oh, wir haben schon die vier höheren Tränke, oder? Ne, normale Heiltränke. Sah es so aus. Mal so ein Mana-Trank. Wir werden auf jeden Fall Mana, dann Rache, die Fähigkeit Rache, dann bei den Bossen verwenden.
Aber bis jetzt ging's ja eigentlich. Bis jetzt machen uns ja noch die Massen fertig. Eine Falltür. Die alten Tunnel, das wäre so wieder so ein Mini-Dungeon, was man machen könnte. Aber das interessiert uns ja nicht. Wir wollen ja nur zum Tempel der Klauenweaver kommen. Ja, da sind sie wieder. So schöne Flaschen. Großes Zepter, ich gucke mal. Ich bin überladen. Oh, das hat sogar Fähigkeiten, das nehmen wir natürlich. Ach, hallo! Ist der blöde Plünderer auch noch da? Okay, hier war es nicht. Wir müssen hier weiter gucken. Wie wir in den nächsten Bereich kommen. Die Stadt ist echt voll mit Viechern. Da ist noch ein Wirf. Ich hab's gesehen! Das hat mir aber nichts gebracht. Scheiß Gift. Da geht's hoch. Ich denke, wir müssen bestimmt hoch. Wenn die Tränke ausgehen, müssen wir auch sowieso zurück. Die Räuber bleiben. Ah. Komm schon! Komm schon! Oh. Muss ich die echt hierher ziehen? Vielleicht sollten wir die Waffen wechseln. Oder eine andere Strategie versuchen. Also mal eine andere Aura nehmen. Aber Antipost will ich nicht unbedingt nehmen. Brüchten da nicht was gegen Gift, aber wir haben ja nur Reinigung. Das macht ja uns nicht Gift immun, das macht ja nur. Das reinigt ja nur. Aus diesem Zustand. Macht das eigentlich auch was gegen Gefrorenes? Plus Lebensheilung alle 2 Sekunden. Hä? Lebensheilung. Verringert aber die Dauer einer Vergiftung und eines Fluchs, aber nicht gegen Kälte. Bringt also nichts. Das erhöht unsere Angriffsfähigkeit. Können wir ja mal gucken, wie stark wir dann sind. So richtig spüre ich da aber keinen Unterschied. Okay, Tränke haben wir nicht. Müssen wir wieder so einnehmen. Und wir haben fast das Gebiet schon umrundet. Ich habe so das Gefühl, dass der Tempel nicht hier auf dieser Seite ist. Und wir müssen wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nach oben. Dann gehen wir halt nach oben. Das ist mir doch egal. So, ein Stadtportal. Gehen wir mal durch die Stadt hier. Den Schein haben wir schon genommen. Und hier haben wir noch eine Truhe, wo nichts drin ist. Großartig. Okay. Bleiben wir mal schön an den Rändern. Schlüssel. Und wir haben wieder unsere Werfer, die wir so leiden können. Oh, sie konnten diesmal nicht angreifen. Ich höre was. Ach da. Unser Plünderer. Schreien. Hallo. Man sieht gar nicht, wo sie herkommen bei der Dunkelheit. Das ist richtig heftig. Sie wollen mich mit Dunkelheit besiegen. Okay, erstmal auf die Werfer. Ich verstehe sowieso nicht, woher diese Dämonen überhaupt immer kommen, dass man unendlich viele immer haben kann. Die müssen sich doch auch tot langweilen hier, in einer verlassenen Stadt, wo nichts mehr ist.
Ist echt ein Wunder, dass manche Städte dann noch stehen. Bei so viel Dämonen. Okay. Treibt mal nicht. Weil wenn wir mal überlegen, bei den Lagerjägern. Und die Großteil der Jägerinnen, das waren ja auch nicht sehr wenig, wie wir gesehen haben, übernommen. Die sind also zur feindlichen Seite übergezogen. Und dieses kleine Mini-Lager, was am Rande des Blutmoors ist, hat es geschafft, diese gewaltige Armee und ihre eigenen Einheiten, die gegen sich sie verwendet haben, zu überleben und nicht zu fallen. Ein kleines Lager mit ein paar Bogenschützen, die nicht mal stark genug sind, ein paar Gegner zu besiegen. Siehe unsere Begleiterin. Die ist ja auch sehr schnell gefallen. Ich frage mich, wie sowas geht. Und hier Ludgulen? Naja, das ist auch immer sehr fraglich, wie sie das geschafft haben, so lange durchzuhalten. Da haben sie einmal die Kanalisation im Untergrund, die sie die ganze Zeit beackern. Und dann noch hier diese aus der Wüste, die auch jederzeit ins Stadttor reinrennen können, das nicht mal zu ist. Es ist ja offen, dass jeder rein kann. Selbst der dunkle Wanderer durfte rein. Oh Gott. Wo ist er? So, komm schon. Und noch ein Heiltrank. Wow. Oh. Zombies, und die sind ziemlich schnell, Zombies. Das kenne ich ja noch gar nicht, dass Zombies so schnell sein können. Oh Gott, weg. Okay, wir müssen... Ich renne mal ganz fix zum Brunnen. Dann kann ich mich nämlich auffüllen, ohne meine Tränke zu nutzen. Und dann gehe ich wieder zurück und dann mache ich sie fertig. Okay, hier ist nichts Schönes drin. So. So kann man nämlich auch ein bisschen sparen. Die füllen sich nämlich von alleine wieder ein bisschen auf. Das dauert halt eine Zeit. Na gut, getimed kann man hier echt viel reißen. So, der ist weg. Ich glaube, da ist nämlich ein Boss bei den Zombies. Deswegen sind die so schnell. Also wir müssen uns erstmal um die... Und da um die schlechten Einheiten kümmern. Wie ein Huhn, was mir hinterher rennt. Vitalität. Ich muss sagen, es sieht schon ein bisschen ulkig aus, wie der Zombie an ihr Rand kam. Da oben ist er. Dunkler Vorfahr. Ach, stimmt, das war ein besonderer Boss hier in dieser Region. Ach du Scheiße. Gift. So, machen wir erstmal das Ding hier kaputt, den Feuerturm. Erstmal Feuerhaure, so. Okay, der Boss kommt. Es bringt, glaube ich, bei dem auch nichts. Wir nehmen erstmal einen Mana-Trank. Der ist extra schnell, also müssen wir langsamer machen. So. Sehr gut. Hat ja wunderbar geklappt. So, dann können wir wieder auf die Konzentration gehen. Und da ist noch ein Feuerturm. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Da geht's weiter. Ich mache erstmal die Viecher kalt. Da ist der Tempel. So, wir haben noch eine Fähigkeit, die wir lernen können. Nehmen wir nämlich noch den gesegneten Hammer. Und dann hätten wir wieder alles an Fähigkeiten. So. Das Tal der Schlangen.
Und das Tal der Schlangen besteht nur wirklich aus diesem Tempel hier. Der Tempel der Klauenvipern. Da werden wir jetzt gleich reingehen. Aber erstmal gehen wir zurück.